Die ehemalige Goetheschule in der Hugo-Schrade-Straße 1 in Vinzala ist momentan das provisorische Zuhause des Ernst-Abbe-Gymnasiums. Das Schulgebäude in der Ammerbacher Straße wird saniert und soll in den Winterferien 2016 bezugsfertig sein. Das Abbe-Gymnasium, das 1990 eröffnet wurde, versteht sich als klassisches allgemeinbildendes Gymnasium. Der schulische Schwerpunkt liegt jedoch auf einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausrichtung. Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Kooperationen mit der Ernst-Abbe-Hochschule und Instituten auf dem Beutenberg-Campus, wo zum Beispiel Labore mitbenutzt werden dürfen. Dorthin wird in höheren Klassen der Unterricht hin und wieder verlagert. Die enge Kooperation mit der Ernst-Abbe-Fachhochschule ist ein Beispiel dafür, dass wir uns dieser Thematik besonders widmen. Unsere Schüler wählen bevorzugt auch in der Klassenstufe 11 die naturwissenschaftlichen Fächer in den Kursen mit erhöhten Anforderungen. Und ich denke, dass wir auch im Freizeitbereich, zum Beispiel durch unseren Ernst-Abbe-Wettbewerb, den wir mit Schülern und mit Kollegen aus anderen Ernst-Abbe-Schulen in Eisenach, in Oberkochen durchführen, ein Beispiel dafür ist, dass wir uns den Traditionen Ernst Abbes doch sehr widmen. Beim Ernst-Abbe-Wettbewerb, der alle 2 Jahre in Jena ausgetragen wird, findet sich je ein Schüler vom Abbe-Gymnasium mit Schülern der Partnerschulen in Eisenach, Bamberg und Oberkochen in einer Gruppe zusammen. Sie lösen gemeinsam Aufgaben und führen Experimente durch. Ab der 5. Klasse lernt jedes Kind eine zweite Fremdsprache. Es kann zwischen Latein oder Französisch gewählt werden. Je nach Klassenstufe gibt es verschiedene Sprachreisen und Fachexkursionen. In der 9. und 10. Klasse gibt es zudem frei wählbare obligatorische Unterrichtsfächer. Angeboten wird Informatik, Naturwissenschaft und Technik sowie Darstellen und Gestalten. Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, wie zum Beispiel Geschichte und Sozialkunde, werden in Klasse 9 und 10 bilingual unterrichtet. Das pädagogische Konzept ist am Ernst-Abbe-Gymnasium sehr vielfältig. Wir bieten alle Unterrichtsformen an, insbesondere natürlich in den jüngeren Jahrgangsstufen, den offenen Unterricht auch, Stationen, Lernbetrieb, all das bieten wir an. Aber auch der frontale Unterricht spielt bei uns eine Rolle, vor allen Dingen in den älteren Klassenstufen. Ich denke, Unterrichtsmethoden sind wichtig, um ein Ziel zu erreichen, und da haben wir eine breite Palette. Das Ernst-Abbe-Gymnasium verfügt außerdem über einen Förderverein. Hier engagieren sich Eltern und Lehrer, um Schulprojekte finanziell zu unterstützen oder organisatorische Hilfe zu leisten. 500 Schüler und 45 Lehrer zählt das Abbe-Gymnasium derzeit. Nach der Sanierung und dem Umbau des alten Gebäudes wird am Ernst-Abbe-Gymnasium Platz für bis zu 800 Kinder und Jugendliche sein.